Im Zuge der Grünen Woche informierte das Technologie- und Gründerzentrum Neuruppin als Wirtschaftsförderer des Landkreises Ostprignitz-Ruppin über ein aktuelles Förderprojekt der Bundesregierung. Das Modellvorhaben Land Zukunft unterstützt insbesondere Regionen mit einer hohen Arbeitslosigkeit und einem hohen Altersdurchschnitt. In einem deutschlandweiten Bewerbungsverfahren konnten Landkreise aller Bundesländer mit ihren Projektideen das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz überzeugen. Mit einer Portion Ideenreichtum und einem ganz speziellen Projekt hat es der Landkreis OPR geschafft, etwas von dem Fördertopf abzubekommen. Unser Ziel ist es, mehr Flächen für den Obst- und Gemüseanbau im Landkreis zu gründen und damit Direktvermarkter einzubeziehen, die dann ihre Produkte regional auch im Landkreis vermarkten können. So ist die Grüne Woche ein guter Anlaufpunkt, um Netzwerkarbeit zu leisten. Denn ohne Mithilfe und Kreativität von regionalen Erzeugern ist die ohnehin hohe Bürde schwer zu meistern. Es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt Vermarkter finden oder suchen, die mehr Gemüse anbauen. Es geht ja dann letztendlich auch darum, dass diese Produkte auch vermarktet werden müssen und dem Kunden zugänglich gemacht werden. Und dazu haben wir schon vor Jahren einen Einkaufsführer erarbeitet. In dem Einkaufsführer finden sich viele Direktvermarkter, nicht nur für den Gemüseanbau, sondern auch andere. Aber wir wollen eine Vernetzung vornehmen, sodass auch auf Märkten, auf Messen oder zumindest dort, wo viele Kunden und gerade auch aus dem Berliner Raum da sind, die Produkte aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin kaufen können. Fördermöglichkeiten nutzen, zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Ansprechpartner finden, das ist manchmal nicht so leicht. Irmgard Ritzmann hat die Erfahrung, die es braucht, um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Es ist einfach so, dass wir Betriebe gefunden haben, beispielsweise die Kuhhaus da, die dort ihre Ökogärtnerei mit einer Streuobstwiese über 2 Hektar erweitern wollen. Wir haben auch in Linum Aronia-Flächen gefunden, die mit Aronia also bebaut wurden, jetzt großflächiger, haben auch schon Kontakte zu Baumschulen herstellen können. Selbst in Bohne haben wir Streuobstwiesen anlegen können. Aber auch Gärtnereien, die schon am Markt sind, haben ihre Flächen erweitert und sind weiter dabei, den Gemüseanbau zu erweitern. Aber auch einige private Anbieter haben sich gemeldet mit Kleinstflächen. Wir suchen natürlich immer noch Leute, auch Investoren, die die Fernwärme von Großbetrieben nutzen können. Da haben wir zum Beispiel in Heiligengrabe Ansprechpartner, wo frühe Erdbeeren in Gewächshäusern angebaut werden könnten. Da konnten wir bislang noch niemanden finden. Ob quer durch den Gemüsegarten oder frisch von der Weide, regionale Produkte werden immer beliebter. Das Interesse erleichtert natürlich die Suche nach denen, die ihre Flächennutzung optimieren wollen. An der einen oder anderen Stelle werden aber noch Investoren gesucht. Wer gerne beim Projekt mitmachen möchte, aber auch Kleinsterzeuger sind gefragt. Die können sich gerne bei uns melden im Hause. Also ich bin Ansprechpartner dafür und auf der Internetseite unseres TGZ gut zu finden, diese Projektdaten. Oder auch über Anruf einfach in unserer Firma, also 033 91 446 446. Weitere Informationen finden Sie unter www.tgz-neuruppin.de.